reine Spekulation. Ich habe Angst, dass hier gleich einer vorbeikommt, du. Ich will mich eigentlich noch in Ruhe hier wenigstens umgucken. Aber ich denke mal, der hat versucht herauszufinden, woher das kommt. Ah ja, guck mal. Huch, nee. Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, werde ich eine Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenen Scan aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen einen Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und ihn mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie in den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Das ist ja richtig mies, auch noch vor ihr. Was ist das denn? Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch auf der Arche, zu mir zu gesellen. Mark the Ring. Mhm. Ganz normaler Typ. Definitiv. The Nature of Identity. Fragen über das Selbst. Wer sind sie? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Werden sie von ihrem Körper oder der Umgebung definiert? Oder beschränkt? Beiden Ansätzen kann man sich nur äußerst schwer nähern. Und dass die eigenen Antworten von pragmatisch oder spirituell veranlagten Menschen entkräftet bzw. verklärt werden. In diesem Werk führt sie Pavlina Martino, Philosophieprofessorin der Karls-Universität Prag, durch die Geschichte großer Denker und was sie über die Identität zu sagen haben. Ah ja. Mark Sereng, Geheimdienstanalyst, Theta. Herr Sereng, die Firma freut sich vom Erfolg, ihre Bemühungen zu hören, die Präsenz der Wau auf die gesamte Station auszuweiten. Er sollte die ausweiten? Aha, wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen sie dafür sorgen, dass Dr. Johann Ross die Wau von Alpha aus ohne Störungen von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omikron wenden. Bitte was? Bitte versuchen sie, das klingt so, als ob bei mir gleich jemand einbricht, bitte versuchen sie aber extreme Aktionen zu vermeiden. Die Wau ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb auf ihre stetige Entwicklung Rücksicht ohne Rückschläge zu hoffen ist. Hä? Warte, aber das ist 1 von 2. Wieso steht da 1 von 2? Mehr kann ich hier nicht lesen. Setbacks. Das Supervisory Board. Okay, vielleicht fehlt da einfach noch eine Seite. Was haben wir hier? Der hat aber viel zum Lesen. Was ist denn das bei mir hier? Klingt, als ob hier jemand reinkommen möchte. Event C. 218. Stift. Moment. Das muss ich mir doch erstmal hier notieren, wenn da schon was eingekreist ist. Listcode 218. 218. Okay. Just in case. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wenn ich jemals nochmal einen dreistelligen Code bräuchte, dann hätte ich ihn jetzt. Noch mehr zu lesen. Jetzt ist natürlich die Frage, die Wau ist die künstliche Intelligenz und sie sollte ausgeweitet werden, aber war das da schon zu dem Zeitpunkt, wo sie sich so wie ein Krebsgeschwür überall durchfrisst? Fragezeichen? Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart. Due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on,
A fulfilling life, no doubt. No less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die. And continue on in the digital paradise among the stars. Ja, lass uns doch die allerletzten Reste der Menschheit umbringen, damit wir wenigstens virtuell ewig weiterleben können. Aber meine Vermutung hat sich damit bestätigt, dass da, wo dieses Ding hier dran ist, die Leute wahrscheinlich vermisst oder tot sind. So, ich mache hier mal wieder Licht aus. Und da, wo jetzt einfach zu ist, nehme ich mal an, sind die Leute einfach nicht hier auf Station. Oder die sind hier auf Station, sie sind nicht tot. Punkt. Ah, da war noch eins. Ja, ja. I love it. Warum müssen die denn immer so dunkel sein? Ach, den Raum finde ich am unangenehmsten. Kann ich ihn wieder zumachen? Ich sollte den nicht zumachen. Ah, da kann ich reinfassen. Ich fass da rein. Auf jeden Fall. Rein mit der Faust. Mm. So gefällt mir das. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Wie ein Süchtiger. Ja. Nicht nur ich brauche sie, sie braucht mich auch. Ich wette, das ist für uns beide genau gleich gut. Oh, wow. Gar nicht gruselig, das Foto. Okay. Die hat vielleicht entweder ein Problem mit ihrem Papa oder sie hat zuletzt... Oh. Was? Okay. Was war das? Wegen dem Messer? Weil sie sich umgebracht hat, oder? Ja, mein Gott, das ist doch nicht mein Problem. Oh, es glänzt aber. Holla, die Waldfee. Okay. Aber sie war doch kein Kleinkind. Also sie hat es darauf gemalt, aber sie ist so ein bisschen... Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kinderzeichnung. Okay. Wo? Okay. Wieso darf ich die nicht aufmachen? Wieso, wenn es hier so viel... Vor allem das Blut sieht extrem frisch aus. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht drüber nachgedacht worden ist. Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sereng und der Kontinuität. Ist ganz ehrlich... Sie ist gestorben, ganz klar, weil wir haben das Ding hier abgemacht, ja. Und ja, offensichtlich hat sie sich selbst umgebracht auf eine nicht sehr angenehme Art und Weise. Aber wieso macht man nicht wenigstens, wieso tauscht man die Decken nicht aus oder so? Also, wieso lässt man das denn so vor sich hin verrotten? Das ist doch auch nicht lecker für die Nachbarn. Das klang, als ob hier jemand gerade vorbeigestopft wäre. Ich mache hier mega viel Krach, ne? Ja, Pferdchen. Sie hat gerne gemalt, das ist ja schön. Okay. Ah, Katzi, Bibi. Weißt du, das erinnert mich extrem an das Spiel Cat. Stray, nicht Cat. Komme ich da nicht ran? Da. Und eine Möwe, die einfach so groß ist wie die Menschen? Ja, why not? Spielzeugmenschen. Hallo, ich möchte es gerne aufmachen. Das sieht so aus, als ob wir damit was müssten tun können. Geh mal weg hier, bitte. Ich muss hier in die Dinger gucken. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Randinfo, außer dass die Kleine ein bisschen verrückt war. Nein, war es. Okay, alles klar. Das war's. Das eine ist zu. Sie hat sich mit einem Messer die wahrscheinlich Pulsader aufgeschnitten. Ja, du. Gibt schönere Wege, würde ich sagen. Aber I don't judge. Ich weiß halt ehrlich nicht, was ich machen würde, wenn ich in der Situation wäre. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Okay. Na gut. Bin ich gar nicht so traurig drüber. Weil da war es komisch. Da hat was geschrien.
Dann möchte ich da auch gar nicht lang. Ich gehe den anderen Weg, der zu war. Der wird besser sein. Bin ich überzeugt von. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich mich hier noch verstecken muss. La la la. Kann ich hier überhaupt runter? Nein. Na, das ist ja ein Zufall, dass hier alles dicht ist. Von mir aus. La la la. Hier war es ganz angenehm. Hier konnte ich mir ein bisschen was durchlesen. Es war nicht sehr stressig. Können wir einfach so weitermachen, bitte? Kann ich mir einfach Sachen durchlesen permanent? Nicht vor Viechern wegrennen müssen? Wäre mir sehr angenehm. Das wird jetzt so gar nicht gut. Ich bin auf einer anderen Ebene. Das heißt, es kann ja gar nicht da sein, wo das Vieh eben geschrien hat. Oh, oh. Hier ist Blut auf dem Boden. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Verbindungsfehler. Fehlercode, bla. Keine Verbindung zum Hauptrechner. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienstleister. Ja, du. Okay. Können wir da nicht anrufen und jemanden bitten, das für uns zu machen? Okay. Anscheinend nicht. Strasky, come in. I need help in the lab. The scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Du klingst gar nicht so nicht okay. Ich hätte ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Trauer erwartet? Oh, da ist ganz viel Suppe unten. Das ist aber alte Suppe. Siehst du? Das Blut auf dem Laken, das sah frisch aus. Das ist semi-frisch. Und das ist alte Suppe. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Hier? Non-Camp? Die Nanami-Struktur. Komprimierter Nakijim-Neurograph, kontinuierlich, aufgezeichnet Mittwoch, Verfasser, Testperson Person. Nanami 97, Japanisch. Daten löschen? Soll ich die löschen? Was habe ich angeklickt? Berg. Ah, okay. Ach, das sind Vermächtnisscans. Sind wir Jared? Komprimiert? Munchie? David Munchie? How did this... What is this? Der Name sagt mir was. Sind wir Jared? Simon Jared! What is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Okay, that's it. Wow. That was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Das war mir, nach dem Scan, wo wir nicht in dieser Höhle aufgewacht sind. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Okay,
Das war schon einige Tage später, zweiter Termin oder so. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Oh, krass. Okay. Ich meine jetzt. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Ja gut, beschwer dich nicht. Besser als nicht, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, obwohl vielleicht wäre nichts besser als das hier. Das ist jetzt eine moralische Frage, die möchte ich nicht mehr. Aber das, ich finde es ein bisschen traurig. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er vielleicht noch ein erfülltes Leben hatte. Aber anscheinend ist er dann kurz danach gestorben. Weil hier hat er diesen Scan gemacht und hier erfahren sie, dass er anscheinend doch noch stirbt. Das ist kacke. Gestorben. Er ist an dem Tag gestorben. Holy fuck, nein. 2737? Das ist... Soll ich die löschen? Vielleicht besser. He's dead, Kat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? I'm sorry. Not from you. Thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Ja, die anderen habe ich jetzt nicht gelöscht, weil ich irgendwie nicht fühle, dass das meine Aufgabe ist. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt auch schon wieder moralische Bedenken, weil ich mir denke, vielleicht sollten wir nicht alle Backups löschen. Bin ich das? Nee. Ich finde es gerade ein bisschen schockierend, dass er einfach danach sofort gestorben ist. Ich habe die ganze Zeit gehofft, er macht sein Ding und lebt jetzt sein Leben und, oder lebt jetzt sein Leben, vor allem 100 Jahre später, aber konnte eben sein Leben noch leben. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Kann sie sich nicht in diesen Roboter da porten und dann können wir zusammen hier rumlaufen? Fände ich irgendwie netter. Ich möchte einfach nicht alleine sein. Und dieses Geräusch, hier läuft irgendjemand rum. Ich hoffe, das hört nicht nur ich. Ich hoffe, es hören noch andere. Weil es klingt echt gruselig. So, Fehlerbehebung. Ja, ich glaube, da unten wird keiner für uns einen Router zurücksetzen. Upsi. Müssen wir jetzt hier noch irgendwie... Wollte sie nicht noch irgendwas machen? Hat sie nicht gesagt, sie hat eine Idee oder so? Oh, fuck you. Oh! Was ist das? Was ist das und warum habe ich es aufgesammelt? Könntest du mal was dazu sagen? Statt es einfach nur mitzunehmen? Oh ja, ich habe es gefunden. Das Dingsbumsgedöns, das, was du gesucht hast. Das bringe ich jetzt zurück und dann können wir weitermachen. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Das liegt an meinem flachen Charakter.